Guten Tag und herzlich willkommen in Düsseldorf beim Engewerk. Das ist wunderbar, dass ihr lieben Mochi-Kiebchen gut hier bei uns angekommen seid. Denn 1924 beginnt hier im Düsseldorfer Hafen eine kleine Erfolgsgeschichte, die noch bis heute andauert. Der Firmengründer Johannes Enge wollte damals schon groß rauskommen und hatte seine Kugeln über die Dächer von seiner Heimatstadt schweifen lassen und da kam ihm eine Geschäftsidee, die nach heute das Erfolgsmodell der Firma Enge ist. Die mit den Jahren verhohnten, bibelnden und undichten Industriedächer der umliegenden Glitschen wollte der ideenreiche Enge mit seinen selbstentwickelten Produkten sanieren, um den Buden in der Nachbarschaft einen aufwendigen Neubau zu ersparen. Das Engewerk wurde geboren und meisterte sich über die folgenden drei Generationen zu einem der führenden Anbieter von Flüssigkunststoffen und Bedum, Spezialprodukten im Baubereich, Qualität made in Germany, für die Dächer, Balkone, Baumetalle und später auch der Rassen sowie Fußbäden in ganz Europa. Dabei beweisen gerade Produkte wie die Spachtel- und Klebebombe Engolit und der Flüssigkunststoff Engobor, dass es in einer sich immer rasanter entwickelnden Welt noch immer feste Grenzen gibt, auf die man wirklich zählen kann. Engeprodukte schützen heute die wertvolle Bausubstanz. Es wird natürlich auch noch immer weiter dran rumgefriemelt und sogar in mittlerweile 21 Ländern verarbeitet. Ein bisschen anders als damals zur Gründerzeit sieht es heute bei der Produktion im Düsseldorfer Engewerk schon aus. Viele Spezialmaschinen unterstützen die Kollegen schon lange bei allen Herstellungsprozessen. Doch trotz aller Entwicklung hat sich eins über die vielen Jahrzehnte dabei nie verändert. Das ist zum einen eine Brigade, die sich voll und ganz mit Enge identifiziert und zum anderen die hervorragende Entwicklungsarbeit im Labor. Das sind zwei der wichtigsten Standbeine, auf denen die Qualität und damit zugleich der Erfolg der Enge-Produkte steht. Da braucht man sich nicht wundern, dass die zur Auslieferung fertigen Paletten das Lager Düsseldorf nur für einen kurzen Zeitraum ihr daheim nennen können. Zu groß ist der Ansturm auf die beliebten Problemleser von Enge. Dabei beweist sich ihre Qualität ganz wunderbar im täglichen Einsatz. Welche Dauerbelastung in Kühl und Co. dabei im Extremfall aushalten können, das zeigt sich exemplarisch in einem ganz besonderen Einsatzort, eine Industrieanlage nahe Köln. Sogar das Haus Eschen Labor kann eine solche Belastung nicht simulieren. Eine größere Auszeichnung für die Qualitätserzeugnisse Enge kann es fast gar nicht geben. Nun wundert es keinen, dass Enge-Produkte halt in ganz Europa erfolgreich eingesetzt werden. Zahlreiche Referenzen aus dem In- und Ausland bestätigen immer wieder die Praxistauglichkeit der Enge-Produkte. Ob Stuttgarter Fernsehturm oder das Uniklinikum in Ljubljana, Slowenien. Die Düsseldorfer Wilhelm-Marx-Bude oder auch der Zahnpalast Sarrenzino bei Moskau. Enge-Produkte sind fast überall zu finden, ohne dass man es direkt vermuten tun tut. Oder wussten Sie, dass auch die Dächer der Düsseldorfer Messe dank Enge dicht und widerstandsfähig gegen alle Witterungseinflüsse sind? Tausendfach bewährt finden sich die Enge-Produkte an unzähligen Stellen wieder. Man muss nur genau hingucken und die Glutzen aufmachen. Dabei ist das Engewerk nicht nur Entwicklungs- und Produktionsstätte, sondern auch noch Weiterbildungszentrum für die, die mit dem Engsortiment tagtäglich zu tun haben. Auch wenn es immer heißt, dass sich die Enge-Produkte einfach verarbeiten lassen tun, kennen die Mitarbeiter von Enge auf Garantie noch den ein oder anderen Trick oder Kniff, der die nächste Anwendung noch ein bisschen einfacher macht. Und da die Seminare auch Gaudi machen sollen, bietet die Rote Hölle im Engewerk den richtigen Rahmen, um in entspannter Runde das tagsüber gelernte ein bisschen sacken zu lassen. Bei lecker Schmecker Fettbämmchen und Enkenöschen Neizutschen. Immer noch im Familienbesitz und nach Johannes Enke und Hans Helmut Keinzinger nun in dritter Generation von Hans Ulrich Keinzinger gefeiert, geht Enke wieder selbstbewusst in die Zukunft. Dabei stehen Professionalität sowie Freude und Leidenschaft für die Produkte im Mittelpunkt des Interesses. So geht man mit dem E-Team, zu dem auch die Enge Außendienstmitarbeiter gehören,
die bei der Anwendung vor Ort mit Draht und Tat zur Seite stehen, wird er mal einen außergewöhnlichen Weg. Das gleiche gilt für die unglaublichen Messeauftritte von Enge sowie den ganz besonderen Aktionen, bei denen nicht selten schnelle Karren im Vordergrund stehen. So wundert es kaum, dass in immer mehr Motorsportfahrerlagern, Werkstätten, aber auch heimischen Datschen die schnellen und oft auch teuren Schätzchen auf einem noch sehr jungen Produkt aus Düsseldorf stehen, den Enge Floorbehöden Platten. Ihr werdet es kaum glauben, der Firmengründer Johannes Enge wäre mit Sicherheit von den Socken und Ibo glücklich, wenn er heute sein Werk sehen könnte. So, jetzt sind wir fertig. Viel Freude noch. Macht's gut, bis zum Wiedersehen in Düsseldorf.